Welcome everybody to the second day of FrostCon, second day of online FrostCon. I will do this talk in English. The companies will partially present themselves in German, but it's just a short intro for the second day to welcome everybody here. I see we have not that many that many participants as yesterday. We had, I think yesterday, 75 at the init, but the init 2.0 is actually a novelty for the FrostCon because normally we don't do an init in the second day. Mainly because the organization team is also a bit hungover after the social event on Saturday. But today, I guess it was okay. It was fine. We finished at 10 p.m. yes, it is early for normal people, especially on a Sunday. But yesterday, we didn't do as long as we used to do, so not 4 a.m. or so, just until 10 p.m., according to the German law of silence in the night. So everything worked out fine. But still, welcome, everybody, to the second day. I think we will keep it pretty short. I won't do another technical introduction like yesterday because most of you, I guess, are coming back from yesterday and know how everything works. And if you have any questions or if any issues, come to the office, Auger office room, and then you can ask questions and we will try to help you. So then we actually start right into with our partners. We give our partners a chance to present themselves, to tell you what the company is doing, and especially also what is happening in the room. And then we'll start with Tarent. Just a second, Stefan. I will open up the presentation slide, which is this one. I'm prepared this time and do not need to upload everything. Stefan. Morgen zusammen. Ja, das klappt ja. Ganz hervorragend, Bernd, vielen Dank. Ja, auch auf dem zweiten Tag der FrostCon freuen wir uns. Ich hatte gestern schon angedeutet, wir sind schon seit Jahren dabei, eigentlich nahezu seit Anbeginn der Zeit der FrostCon. Ich selber bin jetzt im achten Jahr bei der Tarent und bin jetzt auch das achte Jahr dabei bei der FrostCon, immer im Dienste der Tarent tatsächlich und habe mich immer wahnsinnig über die vielen Vorträge gefreut. Ja, was ist die Tarent? Ne, man kommt nicht umsonst zur FrostCon. Wir sind ein Softwareentwicklungshaus mit Hauptsitz in Bonn. Wir haben Fokus auf Projektgeschäft. Wir stellen kein spezifisches Produkt dar, sondern wir entwickeln halt kundenindividuelle Software in sehr, sehr komplexen Umgebungen für mittelständische und große Unternehmen. Das macht die Sache wahnsinnig abwechslungsreich. Bei Projektgeschäft kriegen die Leute immer so ein bisschen Angst, aber es passiert bei uns ohne Reisen. Das ist wichtig und jetzt in der Remote-Zeit ist das nochmal drastischer geworden, dass die Leute natürlich nicht beim Kunden sitzen müssen. Wir streben nach technischer Exzellenz, das ist uns ganz wichtig. Wir bilden unsere Leute sehr, sehr intensiv fort. Zum Beispiel bieten wir jedem Mitarbeiter 12 Tage im Jahr wirklich zur individuellen Weiterentwicklung an. Wir haben im Haus, so würde ich behaupten, schon ein recht gereiftes agiles Management. Das heißt, Partizipationsmöglichkeiten gibt es wirklich in sehr, sehr breiter Form. Die Geschäftsführung hat nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Wir versuchen auch die dazugehörigen Werte wirklich intensiv zu leben. Transparenz, Offenheit und Vertrauen. Unsere Mitarbeiter sind auch sehr, sehr bewusst. Ethik, Ökologie und Nachhaltigkeit spielt bei uns eine Rolle. Wir unterstützen zum Beispiel ein Projekt, was sich im wissenschaftlichen Bereich der Klimaforschung bewegt, als Pro Bono-Projekt. Wir versuchen menschlich mit unseren Menschen umzugehen. Ja, das klingt jetzt irgendwie selbstverständlich, aber es ist wirklich ein menschliches Arbeitsumfeld. Selbstverwirklichung jedes Einzelnen ist für uns wichtig. Wir nageln niemand auf Rollen und Funktionen fest. Wenn man sich weiterentwickeln möchte im Haus, dann stehen einem nahezu alle Türen offen. Man kann auch mehrere Rollen parallel wahrnehmen. Wenn man ein hervorragender Softwarearchitekt ist, aber gleichzeitig auch in der Lage ist, vertrieblich zu wirken, dann ist das jedem gestattet und ihm werden die Türen eher aufgestoßen als verschlossen. Ja, der zweite Tag bei der Tarent, auch heute gibt es wieder Gewinnspiele bei uns. So wie gestern schon. Ich weiß gar nicht, wer die glücklichen Sieger sind und ob sie schon bekannt gemacht worden sind. Wir freuen uns auf euch an unserem Stand, um mehr über uns und über euch zu sprechen. Dankeschön. Danke, Stefan. Dann würde ich direkt weitergeben an Jana. Auch für dich habe ich deine Präsentation hier, die gibt es sofort. Moment. Und du kriegst auch gleich tatsächlich die Präsentatorrechte, dass du auch selber klicken kannst. Es ist immer einfacher, als wenn man mir immer sagt, klick doch mal jetzt weiter. Ja, das ist wie mit dem Dia-Projektor. Und jetzt die nächste Folie, bitte. Bip.
Jo, wir sind die B1 Systems. Wir hören aber auch drauf, wenn man sagt die B1. Das ist ganz, naja, wir hören auf beides halt. Wir sind ein kunterbunter Haufen von mittlerweile 130 Leuten. Quereinsteigerquote, wie wahrscheinlich bei euch anderen auch, ist wahnsinnig hoch. Keiner kommt als das ins Unternehmen fast, wo, was er geplant hat. Der wird zu was ganz anderem, aber meistens macht das den Leuten da sehr viel Spaß. Ist ein ziemlich cooles Team. Wir wollen Dienstleistungen, Open Source, Linux-Dienstleistungen an den Mann, an die Menschen, an die Unternehmen, an die Frauen und an die Diversen auch bringen. Wir sind sehr darauf bedacht, unabhängig von einzelnen Herstellern oder Distros zu sein. Das heißt, jeder kriegt von uns die Lösung, die für ihn passt, die er haben will, die für ihn gut ist und nicht die, die wir gerade von Partner X oder Y im Angebot haben. Wir bieten auch individuelle Lösungen an und nicht nur Lösungen, sondern auch dazu die passenden Schulungen oder das Consulting, was man halt braucht, um die Sache ans Laufen zu kriegen beim Kunden. Das ist ein ziemliches Rundum-Paket. Das fängt beim Consulting an. Das ist mit Aufbau der ganzen Sache und mit dem begleitenden Training für die Mitarbeiter dann noch nicht getan. Wir begleiten auch gerne, wenn die sagen, okay, wir möchten es nicht selber betreiben, machen wir den Managed Service, wir übernehmen den Support. Also wir sind eigentlich von der Wiege bis zur Ware dabei. Unsere Themen, in denen wir unterwegs sind, das sind die üblichen Buzzwords, die ihr wahrscheinlich überall gerade habt. Linux Server, Desktop, Cloud in jeglicher Form, Farbe und Couleur, Container sowieso. Monitoring, Patch Management, Automatisierung ist jetzt sehr doll und Videokonferenzen ist unser neuestes Baby. Natürlich irgendwie basierend auf Big Blue Button. Wir sind da auch sehr glücklich und zufrieden mit. Wir haben eine eigene Plattform am Laufen, wo Leute ausprobieren können und bieten im Moment auch eine Aktion an, wo man mit uns evaluieren kann, umsonst, ob das überhaupt was für einen ist. Also wenn man eine Uni oder so ist oder ein Verein, dann ist das ein ganz nettes Ding zum Ausprobieren und es wird auch ganz gut angenommen. Jo, wenn man mit uns in Kontakt treten will, wir sind in den sozialen Medien unterwegs, wie die Sandra gestern schon erzählt hat, aber wir würden uns vor allem mal freuen, wenn wir richtige, echte Leute am Stand haben. An dem nicht so ganz echten Stand, muss man ja dieses Jahr sagen. Wir sind gerne auf der Frostcon und ich habe gestern mal nachgezählt, Leute auf der Frostcon haben wir schon seit 2010, aber Stand ist das jetzt, glaube ich, unser 5. Mal. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal virtuell wollen will, aber auf dem Stand stehen auf der Frostcon, auf der echten großen, das macht einen saumäßigen Spaß und da sind wir sofort wieder dabei. Also ja, genau. Und wir haben noch ein paar Special Guests am Stand heute. Ich krieg wahrscheinlich irgendwie zwischen 11 und 12 jemanden zu Seth da, mit dem man, den man löchern darf. Wir haben um 2 bis 2:30 einen zum Thema Ops, Kiwi und SUSE Manager oder zu allem anderen, wo man denkt, dass man diese Person sowieso schon mal löchern wollte. Und abends für die Leute, die dann noch immer noch wach sind und durchhalten, die Sandra macht nochmal Bewerbungscoaching. Jo, ich denke, das wirft jetzt alles mehr Fragen auf, als es beantwortet. Wir würden uns sehr freuen, die am Stand zu beantworten und ich überreiche an den Nächsten. Super, dann vielen Dank, Jana. Der Nächste wäre tatsächlich der Kollege Thalheimer, der ist aber noch nicht da. Da will ich kurz ein, zwei Worte sagen. MySQL hat dieses Jahr auch wieder einen Stand an der Frostcon. Der Kollege Thalheimer, Carsten, sitzt auch den ganzen Tag lang immer am Stand und beantwortet total gerne Fragen, wenn es rund um zum Beispiel Enterprise-Geschichten um MySQL geht oder auch komplexere Fragen zu anderen Oracle-Produkten. Also eigentlich, er sagt eher immer, er beantwortet nur einfache Fragen, aber der kann auch komplexere Fragen beantworten, wenn man das möchte. Und geht, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach dahin gehen und dann könnt ihr euch mit dem Carsten gerne unterhalten. Und dann würde ich weitergeben zum, in meiner Planliste steht, dem Consti zu Linux. Linux, Entschuldigung, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Kein Problem. Und ich mache dich auch direkt zum Präsentator, damit du auch wieder selber. Dankeschön. Wenn mein Rechner mitmacht. Bitteschön. Danke. Hi, ich bin Konstantin. Ich arbeite als Entwickler bei Linux und da wir
und da unsere Arbeitssprache Englisch ist, ist auch mein Vortrag auf Englisch. So this is LeanX, some data about us and some faces. We are a product company that serves the enterprise architecture market, founded in 2012, over 300 customers in over 50 countries, and a lot of money in funding. You could call it the Google Maps for your IT. So a lot of companies do enterprise architecture or used to do enterprise architecture with Excel, and there's one or two persons in the company that can know about the IT and give you insights from it. And the goal of enterprise architecture tools is to create transparency and do informed decisions. 250 of our customers have over 55,000 users. As you can see, companies from all departments are trying to do enterprise architecture right by using LeanIX. We are proficient in many technologies. Our front ends are built mostly in Angular. Some reports are also built in React, and our most used backend language is Java. Our working language is English, which is why we have a lot of international talents. So you can't just improve your programming expertise while working with us, but also your second language. That was a big win for me joining. We also see our developers, and if you see opportunities to improve the engineering processes and provide solutions, we are always happy to hear them. Our management is professional, young, and very approachable, which is also why I think the COVID situation is affecting our efficiency very little. This was our microservice landscape in 2018. I didn't bother to create one for this year because I would also make a lot of mistakes, I think. I don't know all of it. But just to give you an idea, by Q4 2020, we'll be 18 teams in 4 tribes. And as you can see, back then, we were a lot less teams. So there's a lot of growth, a lot of exciting things going on, and things to decide, things to design. So it should be fun if you join. Also, get to come to our booth, get to know us, find out how we work, have some fun, and thank you very much to the Foscon for this opportunity. Okay. Thank you, Konsti. And next up is the DLR. Just a second, this one is here. I can also give you the slides. So Caroline, if you want to, you may go ahead. Ja, vielen Dank. Also hier wieder auf Deutsch. Wie unser Abteilungsleiter gestern schon sagte, wir sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Also guten Morgen zusammen, bevor ich unser Institut nochmal vorstelle, beziehungsweise das erste Mal für mich. Gestern hat das ja unser Abteilungsleiter Andreas Schreiber übernommen. Auf jeden Fall noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist Caroline Marlow. Ich betreibe seit Anfang letzten Jahres Wissenschaftskommunikation und PR am Institut für Softwaretechnologie und speziell für die Abteilung intelligente und verteilte Systeme, wobei wir auch direkt in der Institutsstruktur wären. Und zwar teilt sich das gesamte Institut in 3 Abteilungen auf, eben einmal die Abteilung intelligente und verteilte Systeme, dann High Performance Computing und Software für Raumfahrtsysteme und interaktive Visualisierung. Diese Abteilungen teilen sich nochmals in einzelne Gruppen, auf die ich jetzt aber aufgrund von der begrenzten Zeit nicht näher eingehen werde. Das gesamte Institut ist an den Standorten Köln, Berlin, Braunschweig und Oberpfaffenhofen, das ist bei München vertreten. Und wir sind im Sektor Raumfahrt angesiedelt, was aber nicht heißt, dass wir ausschließlich hier forschen und entwickeln. Die Raumfahrt deckt natürlich einen großen Teil unserer Arbeit ab, aber daneben forschen wir halt auch noch in den Bereichen Luftfahrt, Energie, Verkehr, Digitalisierung und Sicherheitsforschung. Und dementsprechend bekommen wir wirklich vielfältige und spannende Einblicke in die Tätigkeiten des gesamten DLR. Das Ganze tun wir auf dem Gebiet innovativer Software-Engineering-Technologien in Grundlagen- und Auftragsforschung. Und die aktuellen Themenschwerpunkte sind Software für verteilte und intelligente Systeme, künstliche Intelligenz, Software für eingebettete Systeme, wissenschaftliche Visualisierung, Quantencomputing und auch High-Performance-Computing, womit wir einfach durch dieses breite Spektrum in der Lage sind, stabile Softwarelösungen zu entwickeln. Der Grund für diese Themenvielfalt sind auch unsere Teams,
die recht vielfältig sind. Beispielsweise haben wir neben den klassischen Informatikern Physiker, Mathematiker, Psychologen und auch Kommunikationswissenschaftler unter uns. Genau, und ja, zum Thema Open Source. Open Source ist quasi die Devise unserer Abteilung, kann man so sagen, denn über 90% der Produkte sind Open Source Software und können somit auch außerhalb des DLR ohne Einschränkung genutzt werden. Das ist gerade für uns als öffentliche Forschungseinrichtung wichtig, um eine gewisse Transparenz auch zu wahren und aber auch andere Wissenschaftler und Ingenieure davon profitieren zu lassen, so wie wir natürlich selbst auch davon profitieren, um gute und stabile Software zu entwickeln und diese auch über den ursprünglichen Entwicklungskontext hinaus zu verwenden und ja, gerade an neue Forschungsfragen anzupassen. Genau, also soweit wäre das eigentlich jetzt alles bis hierhin. Wenn weitere Fragen oder Interessen bestehen, dann gerne natürlich im Anschluss auch an unseren Stand. Ich glaube, bis 16 Uhr heute oder auf jeden Fall bei uns vorbeischauen. Genau, solange wie ihr einen Stand aufhabt, ist er auf. Wenn er zu ist, ist er zu. Das ist hier quasi die Regel. Okay. Da wir keine echte Dings haben, keine echte Ausstellung haben, die nachher abgebaut wird, ist das auch ein bisschen einfacher, nachher den Stand aufzuräumen. Genau. Dann kommt als nächstes jetzt der Versuch, der gestern schon gescheitert ist. Das versuchen wir, ob das heute klappt. Wir sind optimistisch. Ich biete jetzt ein Video an von Gonikus. Das wird tatsächlich aber nur im Stream zu sehen sein, nicht hier in diesem Big Blue Button Raum. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt hier in dem Raum nichts seht. Ich würde das Video dann abspielen lassen und hoffe, dass der Nekro, der hört hoffentlich zu, das Video gleich reinfaden lassen kann. Nekro, kann ich damit loslegen? Ja, sagt er. Dann startet jetzt ein Video im Stream von Gonikus. Das müsste gehen. Nee, das soll nicht so sein. Hi, ich bin Stefan von Gonikus. Der eine oder andere kennt mich eventuell aus den Vorträgen vom letzten Jahr. Nee, ist das unscharf? Ich versuche gerade Videos zu machen für die Frostcom. Ernsthaft nicht, aber... Nee, klappt so nicht. Das machen wir jetzt so nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Well, I'm going down to Georgia, place where folks call home. And don't you give a lie, place where folks call home. Good morning, Music City. So, jetzt geht's. Ja, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, aber was definitiv unverändert ist, ist der Spaß an Open Source Software und die Freude an Technologie. Und die Gelegenheit an der Stelle möchte ich nutzen, um Danke zu sagen. Danke euch, dass ihr euch engagiert in Open Source Projekten. Danke an das Organisationsteam. Ohne euch wird echt was fehlen. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Vortrag. So, laut meinem Videostream ist das Video durchgelaufen. Ich hoffe, dass wir langsam wieder zurückkommen, quasi. Then I will continue in English. Thank you for the partners for the introduction. And today, again, we have some quizzes throughout the day in our partner rooms. You see, there are some prizes left. Some are already gone. They were quizzed away yesterday. And today we will still join the partner rooms for the quizzes. And we will announce these... the time boxes for the quizzes in our announcement channel and in the main chat. And you can go to the partner rooms ahead if you want to, because they already know when it's happening and they can tell you what is happening and what when you can what. So feel free to go to the partner rooms and ask them for the quizzes or for the companies if you are already there, because they're really happy to talk to you and tell you how the companies work and what they do. So if you want to join them, please go there. And I would like also say thank you to everyone who joined us this morning. We are already 37 participants, so the people are getting awake. And I hope you have a nice day today. And
enjoy the talks you will see today, and I'll see you at the shutdown session if you want to. Bye-bye.